Hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Folge von Musicstore.tv. Bei mir heute ein Gast, unschwer zu erkennen, und zwar der Christian von Universal Audio. Und der hat was mitgebracht, was wir eigentlich schon kennen. Das ist das Apollo Twin. Aber jetzt wird er mich gleich verbessern, nicht wahr? Ich verbessere dich ein klein wenig, weil natürlich ist das Twin schon bekannt. Und das Apollo Twin war ist sehr beliebt auf der Mac-Plattform. Aber die Windows-User waren natürlich immer ein bisschen neidisch auf die Mac-User, weil die konnten das natürlich verwenden. Deshalb haben wir uns gedacht, wir statten das Apollo Twin mit einer USB-3-Schnittstelle aus und bringen das exklusiv für Windows 7 und Windows 8. Das heißt, das Apollo Twin war ja, wenn ich es richtig verstehe, bisher nur für Mac. Das ist korrekt. Also alle Windows-User haben so geguckt ungefähr. Und jetzt können Sie lachen. Jetzt können Sie auf jeden Fall lachen. Das ist ja super. Das ist aber kein Kombigerät für beide Plattformen. Ich habe das jetzt strikt getrennt. Es gibt weiterhin die Apollo Twins, wie wir sie kennen und lieben. Richtig. Und dann gibt es die neue Windows-Variante. Das ist richtig, die hier. Ja, genau. Gut. Wir haben uns eben für USB 3.0 auf Windows entschieden und Thunderbolt wird nach wie vor von Mac supported. Ja, dann ist ja für alle was dabei, würde ich sagen. Auf jeden Fall. Ansonsten, Features sind gleich geblieben. Ich habe nach wie vor hier meine DSPs drin, die ich bei der Aufnahme bereits verwenden kann. Alles, was Mac-User lieben, werden Windows-User schätzen. Das heißt, wir haben dieselben hochwertigen Audiowerte, 24-Bit, 192 kHz Wandlung, ein Dual-Core UAD-Processing-Chip, damit man die beliebten UAD-2-Plugins laufen lassen kann. Okay, das heißt, alles im Prinzip so, wie man es kennt. Und der einzige Unterschied ist die Plattform hier. Die Plattform ist eine neue. Und es bringt natürlich auch eine weitere Neuerung für Windows-User. Ja. Weil bislang war die Console 2 Steuersoftware nur für Mac verfügbar. Ach so, ja, die braucht man natürlich auch auf dem Windows-Rechner dann. Und wir haben die jetzt auch auf Windows portiert. Nicht nur für Windows und Apollo Twin USB, sondern für alle Windows-User, also auch mit Apollo FireWire. Die können praktisch mit der neuen Software die Konsole 2.0 laden und können alle Vorteile dieser neuen Oberfläche nutzen. Ja, das hört sich ziemlich genial an, würde ich sagen. Wie sieht es denn preislich aus? Müssen Windows-User mehr zahlen oder kriegen Windows-User es billiger als die Mac-User oder ist es genau gleich? Es ist genau gleich. Das ist gerecht. Ja, das ist natürlich mehr als gerecht. Aber man sollte nicht vergessen, dass wir natürlich ein umfangreiches Softwarepaket mit beilegen. Genau. Das Analog Realtime Classic Plus Bundle ist dabei mit den beliebtesten UAD 2 Plugins. Und natürlich kann man je nach seinem Gusto auf unserem Online-Store neue Plugins von Neve, von Marshall, von AKG, BX20 ist gerade neu rausgekommen, mit dazu kaufen und so seine eigene Studio-Peripherie in der virtuellen Welt erweitern. Ja, das ist ja der Clou schlechthin an den Dingern, dass man quasi keine riesigen Sidetracks mehr haben muss, sondern alles richtig, genau. Virtuell in, ja, eigentlich der gleichen Qualität in der Kiste hat hier, ne? Selbstverständlich, ja. Ja, prima. Ich kann euch da nur empfehlen, schaut in unseren Online-Shop. Da haben wir es garantiert schon gelistet und den Link werdet ihr da unten unter dem Video finden. Ja, da ist der. Ganz genau gucken, ja. Christian, ich danke dir für deine Zeit, dass du das tolle Ding schon mal mitgebracht hast. Und vielen Dank euch fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.